Leute, bitte noch nicht einpacken, wir sind noch nicht fertig. Bitte noch die Hausaufgabe abschreiben, ins Hausaufgabenheft. Hausaufgabe lautet, recherchiere im Internet, wie kann man sein Immunsystem schützen? Okay, damit machen wir nächste Woche den Einstieg in das Thema Immunsystem. Bitte alle vorbereiten. Endlich fertig mit Hausaufgaben. Oh nee, noch Bio? Wie kann man sein Immunsystem stärken? Stärken Sie jetzt Ihr Immunsystem. Das Immunsystem ist von immenser Wichtigkeit, um sich vor Bakterien und Viren zu schützen. Weiß ich doch. Weniger bekannt, aber sehr effektiv ist diese Methode, um Bakterien und Viren aus dem Körper zu spielen und gleichzeitig den Körper mit Vitaminen zu versorgen. Aha. Um Ihren Körper von Viren und Bakterien zu befreien, benötigen Sie 3 Liter Wasser und einen Apfel. Hat jetzt eigentlich mir lieber endlich was zu den Hausaufgaben geschickt in Bio? Ah ja, da ist was. Ja, also ich habe was voll Cooles gelesen. Zwar muss man viel Wasser trinken und direkt danach einen Apfel essen. Somit werden dann deine Bakterien von deinem Körper ausgespült und du kriegst gleichzeitig Vitamine in deinen Körper. Voll cool, oder? Endlich keine Hausaufgaben mehr. Oh, anstrengender Tag heute. Endlich fertig. Mal gucken, was ich noch habe. Bio? Ich frage mal Niklas, ob der es hat. Jaden? Jo, Niklas. Hast du vielleicht Bio? Ob ich schon Bio gemacht habe? Ja, ich bin halt gerade nicht zu Hause. Ja, also die Lösung war, man muss knackiges Obst mit viel Wasser mischen und es dann auf einmal trinken. Wie komisch einfach. Ja? Ist seltsam für dich? Ja, das stand halt dann bei so einer Website. Danke, ne? Ja, okay. Ciao, gell? Ciao. Hey, nee, Mann, ich dachte, ich könnte jetzt Schwanz haben, aber ich wollte doch Bio machen. Hey, Jan, hast du schon Bio gemacht? Wenn ja, könntest du es mir bitte schicken? Ja, habe ich. Man muss irgendwie ein knackiges Stück Obst in Sprudelwasser legen und das dann vermischen. Okay, ist ein wenig seltsam, aber danke dir. Ja, ich weiß, aber das sind halt die Hausaufgaben. Okay, ciao. Okay, mach ich mal so, wie ich es Jan gesagt habe. Ja, hi. Adrian, hallo. Weißt du was denn die Bio-Hausaufgaben mit diesem Immunsystem und so? Kannst du mir die sagen? Ja, die Bio-Hausaufgaben kann ich dir gerne sagen. Also, es ist voll gut, wenn du, um dein Immunsystem zu stärken, einfach mal Kirschwasser trinkst. Ja, ich weiß Kirschwasser, ja. Ja, ja, das hilft dich ja auch bei deiner Erkältung. Okay, ich werde es probieren. Dankeschön. Ciao. Hey, ich verliebe es, was ich hier gesagt habe. Thank you.
Achtung, unseriöser Name. Achtung, Website voller Werbung. Achtung, ist die Rechtschreibung nicht korrekt? Achtung bei Infos, die du noch nie gehört hast. Hast du den Hausaufgaben geschickt in Bio? Ah ja, da ist was. Ja. Hä? Diese Info von Hieber über das Immunsystem kommt mir komisch vor. Endlich fertig. Habe ich noch andere Hausaufgaben? Bio? Ah, ich frage mal Niklas, ob er das hat. Jaden? Was gibt's? Jo, Niklas, hast du vielleicht die Bio-Hausaufgaben? Ob ich schon Bio gemacht hab? Das Ding ist halt, ich bin halt gerade nicht zu Hause. Ach so, du bist gerade nicht zu Hause. Ja, dann warte mal lieber, bis du wieder zu Hause bist und dann schick's mir bitte. Jo, machen wir das, gell? Ja, ich bin so ungefähr in 15 Minuten dort. Ja, okay. Ciao. Recherchiere immer selber und sei nicht immer so faul. Im Internet unterwegs, copy-paste, keineswegs. Überprüf lieber deine Quellen, dann fährst du unsicher wie mit Sam. Im Internet unterwegs, copy-paste, gib mit Sam auf die Fakes. Überprüf lieber deine Quellen, dann fährst du unsicher wie mit Sam. Suchst nach Informationen im Internet, im World Wide Web wird viel gepostet, auch gehetzt. Yeah, das Net hat viele Faces, lern am besten erst die Basis. Manche breiten Fake News und kriegen dafür Check, viele ob du ihnen vertrauen kannst, ob du auf sie bauen kannst. Denn es ist nicht ganz garantiert und wird auch meist nicht kontrolliert. Check, ob du ihnen vertrauen kannst, ob du auf sie bauen kannst. Check, ob du ihnen vertrauen kannst. Im Internet unterwegs, copy-paste, keineswegs. Überprüf deine Quellen, dann fährst du online sicher wie mit Hell. Im Internet unterwegs, copy-paste, gib den Sam auf die Fakes. Überprüf lieber deine Quellen. Nachricht unbekannt und neu, schwör ihn nicht, krieg deine Treu. Kontrollier lieber, gib Gas, denn sonst wirst du es noch bereuen. Yeah, Eide schadet oftmals, mach's nicht voll schnell. Copy-paste ist normal, aber nicht sicher wie im Safe. Meinst du mit einem Streich zu siegen, Grace kann auch um die Ohren fliegen. Und hättest du's gedacht, du bist nicht der Letzte, der lacht. Suchst nach Informationen im Netz, im World Wide wird viel gepostet. Auch jetzt, das Netz hat viele Faces, lern am besten erst die Basics.